Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind in Minnesota im US Bank Stadium. Wir sind im vierten Spiel der Player Spotlight Serie der ersten Woche. Wie gesagt, das vierte Spiel steht an. Es geht um Trey Waynes, den Cornerback der Minnesota Vikings. Und wir führen mit 2 Punkten. Das ist doch schon mal schick. Wir haben einen 2. und 15 an der eigenen 20-Yard-Linie. 2 Minuten noch zu spielen im dritten Quarter. Da sollten wir erstmal sehen, dass wir hier einen First Down erzielen. Wir müssen, wie gesagt, auf Trey Waynes achten, den Cornerback. Wir hatten Kenny Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Und da ist unser Tight End Mutterseelen alleine. Und der kann sich durchbänken. Das gibt es ja gar nicht. Das ist der Touchdown für die Cowboys. Jarwin kann sich gegen 3 Defensive Backs der Vikings durchsetzen. Macht den Touchdown und die Cowboys. Oh nein, er war in der 1-Yard-Linie aus. Das gibt es ja gar nicht. Dass ich jubel hier schon dem Touchdown zu und er war doch im Seiten aus. Oh, ist das bitter. First and Goal an der 1-Yard-Linie. Owns auf einer Slant Route. Jarwin hier in der Mitte, meine Sicherung. Und Prescott wirft den Ball aus. Da waren alle sehr gut gedeckt. Second and Goal. Wir gehen in den Community-Bereich hinein. Nehmen wir die Slants mit 2 Receivern auf der linken Seite. Owens und Keyshawn Johnson in dem Fall. Wieder gucken wir auf Jarwin. Und Prescott wird gesackt. Wenn ich hier keinen Touchdown erziele, fange ich an zu schreien. Wir nehmen den Stick. Third and Goal. Owens auf einer Slant Route. Ich achte auf Jarwin. Jetzt halte ich mir die Option hier sehr fest offen, auch selbst zu laufen. Genau das tun wir und Prescott ist in der Endzone zum Touchdown. Das war doch ein deutlich schwereres Stück Arbeit als gedacht. Ich bin der Seitenlinie zu nah gekommen wie Icarus der Sonne. Der PET auch gut. Jetzt haben wir ein 16:7, also eine 9-Punkte-Führung. Und 9-Punkte-Führung ist verdammt mies, weil es ist ein Two-Score-Game. Die Saints, oder warum? Ich bin immer noch bei den Saints, meine Güte. Die Vikings können also nicht mit einem Touchdown einer Two-Point-Conversion, diese erfolgreich gestalten würden, das Spiel ausgleichen. Da kriegen sie nur 8 Punkte für. Deswegen war eben auch dieser PET so wichtig. Da kommt Kurt Cousins aufs Feld, der schon in seinem 2. Jahr in Minnesota deutlich unter Kritik steht. Der wird auch liefern müssen. Und das wird in der Division sehr, sehr spannend mit den starken Chicago Bears, den wohl wieder erstarkten Green Bay Packers. Da wird Minnesota liefern müssen. So, Cook läuft durch die Mitte, erzielt aber keinen Raumgewinn. Wir haben mal einen 2. und 10 an der 25-Yard-Linie. Cousins wirft vollständig und ein wunderbarer Tackle von Earl Thomas. Der Safety passt da gut auf. So, jetzt haben die Vikings einen 3. und 6 und die Sekunden hier im dritten Quarter tickern schon langsam runter. Wird Cousins noch einen Snap nehmen? Nein, die Uhr läuft runter. Es geht ins Schlussviertel. Und immer noch haben die Vikings das Problem, dass sie zweimal scoren müssen. Haben nur noch 3 Minuten dafür Zeit, haben keine Auszeiten mehr, also auch mögliche vierte Versuche werden sie ab jetzt wohl ausspielen müssen. Oh, ein schwacher Ball von Cousins. 4. Versuch und 6 und genau das, was ich eben prognostiziert habe, tritt jetzt ein. Minnesota spielt diesen 4. Versuch aus von der eigenen 29-Yard-Linie. Da ist das Play und der ist gut, der Pass. Kirk Cousins findet den Wide Receiver Stephon Diggs. Ja, der war für das Wunder im vorletzten Jahr zuständig. Im Championship Game, ja, das war das Divisional Playoff Game gegen die New Orleans Saints damals. Ein Slant. Keine schlechte Strategie, aber
Da haben die Linebacker Sean Lee und Jalen Smith gut drauf aufgepasst. 2. und 11. Jetzt nähern wir uns schon dem Two-Minute-Warning. Wir nähern uns nicht, wir sind schon da. Zimmer weiß auch, jetzt läuft ihm langsam die Zeit davon. 2. und 11. Und das ist ein Sack. Wieder ist es Sean Lee, diesmal als Quarterback-Jäger unterwegs. 3. Versuch und 15. Der Ball ist in der 39-Yard-Linie. Der Ball kommt an, aber natürlich viel zu kurz. 4. Versuch und 12. Der Ball ist an der 43-Yard-Linie. Durch den Catch. Der Receiver ging ja sofort ins Aus, blieb auch die Uhr stehen. Das war eigentlich das einzig Gute an dem Play. Oh, Cushions stark unter Druck. Und ein Riesen-Catch von Stephon Diggs. Gegen Deion Sanders ein unglaublich guter Catch. 1. und 10 an der 34-Yard-Linie der Dallas Cowboys. Da wirft Cushions den Ball ins Seiten aus. Da hat er keinen freien Receiver entdecken können und der Druck wurde da schon wieder zu stark. Ich bekomme jetzt keinen Blitz. Dann nehmen wir eine Cover 3 Sky Press. Zweiter Versuch und 10 für die Vikings. Cushions wieder stark unter Druck. Da muss er seine Notlösung, seine Sicherheits-Receiving-Station anwerfen. 3. und 3. Wieder ein vollständiger Pass. Der Ball ist an der 19-Yard-Linie. Jetzt stellen sich die Vikings auf, um den Ball zu spiken. Sie haben ja keine Auszeiten mehr. So, damit halten sie die Uhr an, geben einen Down-Up, heißt 2. Versuch und 10. 49 Sekunden verbleiben noch hier im Quarter Nummer 4. Oh, das war Leighton Vander Esch, der da ungeblockt durchkommt zu Kirk Cushions. Jetzt haben wir einen 3. und 17. Und die Sekunden laufen immer weiter runter. Tiefer Ball und diesmal ist er intercepted. Byron Jones hat das Ding. Das ist ein Safety, oder? Nein. Es wird nicht als Progress gewertet von Byron Jones. 1. und 10 an der eigenen 3-Yard-Linie nach der Interception. Halfback-Dive durch die Mitte. 27 Sekunden noch auf der Uhr. Wir führen mit 9 Punkten. Da können wir relativ cool bleiben. Eddie George läuft durch die Mitte. Die war relativ zu. Dann geht Eddie George über die Außen. Holt ein neues First Down. Wir sind weg von der eigenen Endzone an der 17-Yard-Linie. Jetzt können wir auch wieder über die Außen laufen. Also geplant über die Außen laufen. Halfback Stretch. Ah, wir gehen aber über die linke Seite. Elliott kommt nochmal bis an die 23-Yard-Linie. Dann ist das Spiel aus. Wir schlagen die Minnesota Vikings im US Bank Stadium an ihrer Heimstätte mit 16 zu 7, genau. 9 Punkte Führung, 9 Punkte Sieg. Was will man mehr? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.